Ach Leute, ist das geil, oder? Ich meine, Salihiert, wenn man sich den anguckt, der hat eine 71, der steht da, als ob er das die letzten 5 Jahre auch schon gemacht hätte. Und so hat er auch gespielt im ersten Match gegen Mainz 05. Heute natürlich dann auch wieder die Chance bekommen gegen Hannover. Wir haben auch die erste Chance. Erste Minute, das wäre natürlich ein Blitzstart gewesen. Paco Alcácer, Silvio Rodic, der Torwart, ist da aufmerksam, sichert sich den Ball vor Stöger. Die erste Riesenchance jetzt schießen. Zweite Minute, dreht sich um Mertesacker. Körpertäuschung an Löwe vorbei, Weg frei. Ganz nur kurz schaut er, zieht unten in die Ecke. Und Rodic scheint geahnt zu haben, was passiert. Blitzschnell ist er unten und lenkt den Ball mit einer Hand zur Seite weg. Das ist so lächerlich wieder hier, ne? Das ist jedes Mal die Torhüter, jedes Mal, ne? Silvio Rodic, natürlich mal wieder mit der Glanzparade. Ich gebe euch Brief und Siegel drauf, mit Adler hätte das nicht funktioniert. Die drei Balken-Ding, da wäre es drin gewesen, ganz sicher. Samuel Stiesen, erster Eckball, wieder Paco, streicht am rechten Pfosten vorbei. Rodic im Glück. 3 Chancen gehabt, nichts mitgenommen. Nächste Möglichkeit, wir haben erst 3 Minuten gespielt, das ist der Wahnsinn hier. Wieder Alcácer, kommt zum Flanken, Mertesacker hat aufgepasst, klärt zur Ecke. Ja, witzig ist ja, dass Per Mertesacker ja aus der Jugend kommt hier, von Hannover. Und der ist ja dann zu Bremen und dann zu Arsenal. Das ist natürlich auch schon wieder so lange her, dass es kaum noch einer weiß. Und jetzt haben wir es, glaube ich, gerissen, oder? Genau. Samuel Stiesen mit der Ecke und Paco der Große mit dem Kopfball. 6 Meter, natürlich keine Mühe. Super, Jungs. Also das ist wirklich ein Spiel, was von Beginn an dominiert wird. Kevin Stöger gegen Schmiedebach setzt sich da durch. Passt auf Stiesen, der zieht ab. Und Silvio Rodic, das ist hier schon in den ersten 10 Minuten mit Abstand, mit riesem Abstand der beste Hannoveraner. Ja, wir haben noch keine Note, weil das erst ab der 20. angezeigt wird. Aber wenn da keine 1,0 aufleuchtet, dann weiß ich es auch nicht. So, es geht weiter in diesem Tempo. Mit einer kleinen Möglichkeit. Mirko Slomka, der guckt wahrscheinlich wie ein Auto gerade. Tja, Mertesacker, der stemmt sich so ein bisschen dagegen. Asani Lokimja, den haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, da haben wir jetzt die 1 für Rodic und auch für Mertesacker. Jetzt hat er eine 1,5. Jetzt zum ersten Mal 96. Sololauf von Kainz durch die Hamburger Abwehr. Ich ahne Schlimmes. Reinhardt kann klären. Nee. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Das ist eine kleine Möglichkeit. Die machen die einfach. Tja, was soll ich anders sagen? Das geht so nicht. Das ist lächerlich wieder. Das ist einfach wieder lächerlich. Die gegnerischen Torhüter, die holen ständig die 3-Balken-Chancen raus und René Adler wird mal wieder von einer kleinen Möglichkeit bezwungen. Natürlich auch total peinlich, was die Abwehr da macht. Passiert gar nichts mehr. Das kann's doch nicht sein. Die ersten 16 Minuten. Ein absolut dominant. Ja klar, dominiert. Wie ist die gekommen ins Spiel kommen? Meine Fresse. Und vor allen Dingen Florian Kainz, das ist kein Stürmer. Das ist eigentlich der, der die meisten Dinger vorbereitet. Also ich finde es wieder so abgrundtief lächerlich, was die Mannschaft hier spielt. Die kämpfen nicht um jeden Ball. Das haben sie vielleicht in der ersten Viertelstunde gemacht. Danach nicht mehr. So, wir drehen auf und gewinnen das Ding. Müssen wir. So, Adler wird motiviert. Genauso wie Hinteregger. Können Stiesen mal loben und hier die Jungs hier alle motivieren. Vorne Paco hätte ich gerne auch gelobt, aber es klappt nicht. Stimmung ist immer noch mies. Aber naja, darauf lässt sich aufbauen, aufs Teamwork. So, die beiden Jungs hier in der Massage. Was haben wir denn hier noch? Hoogland oder Chiellini? Ich denke mal, der alte Mann, der braucht es noch eher. Mein Hoogland ist auch kein Jungspund mehr, aber der steckt es immer relativ gut weg. Der hat eine gute Fitness. Okay, was bleibt mir, ne? Ich kann eigentlich nur die Jungs rausschicken. Zweite Halbzeit, kann hoffen, dass das Ding jetzt wieder gerade gebogen wird. Marius Boden, der Schiedsrichter. Also ich kann mir noch ein bisschen was leisten, ne? Jetzt haben wir wieder eine Riesenmöglichkeit. Pass auf, der Rodic, der holt ihn wieder. Flanke von Stöger, Kopfball, Paco gegen die Latte. Mann. Als ob da wirklich ein Wettbewerb ausgerufen wäre. Wie vermassel ich am besten die Großchancen? Und der, der es am schönsten hinbekommt, bekommt irgendwie ein Stofftier umsonst oder keine Ahnung. So, Stürmerfoul von Wangelik.
So, Leute, weiter so. Jetzt geht doch mal hier. Es geht doch mal in Richtung Tor. Merdesager wieder lässt die Pfeife weiterlaufen hier. Stadion ist ausverkauft. Ganz schwach heute Wangelig. Aber auch beißt er nicht wirklich. Auf der rechten Seite, es passiert hier gar nichts mehr. Nichts mehr. Guckt euch das hier mal an. Das ist unfassbar, das Spiel hier. Dass man das nicht gewinnt. Das ist wirklich unglaublich. Also ich werde jetzt mal Hinteregger rausnehmen. Wir müssen mal schonen jetzt für das Wasserspiel. Ach Gott, ja, Wangelig, keine Ahnung. Wenn ich den jetzt mit der 4,5 rausnehme, ist das ja auch alles im Eimer. Aber, naja, ich nehme mir besser einen Punkt mit, als am Ende hier noch blöd zu verlieren. Und wir haben ja gesehen, wie schnell das geht. Und auch Paco wird jetzt rausgehen. Also drei Wechsel auf einen Schlag. So, ich muss natürlich das Ding hier noch anpassen. Laufwege. Coquelin, dass der auch hier reingeht. So. Auch das kleine Stückchen mit vor. Darf er auch. Tja, ich erhöhe das jetzt ein bisschen. Ich wollte ja nicht so mit viel Einsatz spielen. Aber es bleibt mir nichts anderes. Das Pressing erhöhen, das ist auch, ja, so ein bisschen Selbstmord. Wir haben ja gesehen, wie kaltschnäuzig Hannover ist. Das stand auch hier im Text so. Ergebnis Hinspiel, das waren 2:1. Da haben wir das gewonnen, noch ganz spät, glaube ich. In Hannover. Es wäre natürlich ganz schön, wenn wir das hier auch noch schaffen würden. Noch knapp 20 Minuten mit Nachspielzeit. So, Tar für Hinteregger. Also nochmal eine Möglichkeit für einen jungen Kerl, sich da zu zeigen, aber so jung ist er ja auch nicht mehr. Coquelin für Wangelig. Und dann vorne noch Ezekiel für den etwas Glücklosen teilweise, Paco Alcácer, aber da kann er nichts für. Das Ding, das in die Latte klatscht. Die Riesenchance. Gleich zu Beginn dieser Halbzeit. So, Jungs, jetzt geht mal hier drauf. Mann, Mann, Mann. Alberto Acosta für Kalim Hyland. Defensiver Wechsel. Hannover hat nicht viel gemacht. Muss es einfach wirklich so stehen lassen. Ne? Die hatten eine mickrige Chance im ganzen Spiel. So, jetzt bin ich mal gespannt. Beister aufs Stießen. Der ist durch, bleibt aber wieder an Mertesacker hängen. Also, Leute, Leute, macht es euch doch nicht so schwer. Eckball stießen, das ist aber wahrscheinlich wieder schlechter. Sami Lukimia setzt sich dagegen Stöger durch und klärt das ganze Ding per Kopf. Die Abschlussschwäche, ja, die hat uns ja in der Saison schon öfters mal geärgert. Und heute wieder ganz besonders. Nochmal nach vorne. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt hat sich auch noch Ezekiel scheinbar verletzt. Schmiedebach spielt den Ball raus. Also bin ich mal gespannt, ob der Ezekiel da auflaufen kann gegen Saragossa. Jetzt kommt Abdelaue für Sobiech. Und jetzt kriege ich Angst. Weil der Typ, der trifft normalerweise immer gegen mich. Also Abdelaue, da kannst du normalerweise die Uhr nachstellen. Flanke Nikci. Jetzt pass auf, da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Als ob ich es geahnt hätte. Wir haben es nur Adler zu verdanken. Endlich mal mit der Glanzparade, dass der nicht wirklich tatsächlich mit der zweiten Chance für Hannover das 1:2 macht. Alter Schwede, was für eine Partie. Was für eine Partie. Ja, es nützt jetzt auch nichts, die alles nach vorne zu schmeißen. Also das sind mit Sicherheit verlorene Punkte. Ist nur die Frage, ob es 2 verlorene sind oder 3. Nochmal eine Chance. Die ist nicht schlecht, kommt schon. Ihr habt es ja schon mal gewiesen, gegen Bologna, dass ihr das könnt. Spät treffen. Ezekiel mit dem Kopfball. Und Silvio Rodic hält. Und mir fällt zu der ganzen Sache nur ein, leck mich doch am Arsch. Note 1,0. Natürlich, natürlich mal wieder. Natürlich. So, ich entlasse euch dann heute. Mit dieser schönen Statistik guckt sie euch an. Ich würde mal sagen, das ist ein sehr, sehr verdientes Unentschieden. Bis gleich. Meine Fresse, du könntest dich tot ärgern. Jedes Mal der Torwart des Gegners. Jedes Mal. Silvio Rodic, der Kroate. Hat er wahrscheinlich mal wieder das beste Spiel der Saison gemacht gegen uns. Wollen wir mal gerade gucken. Erstes Spiel hat er eine 1 gehabt am 22.09. Tja, guckt mal auf die Note hier rumrum, ne? Gegen Auge auch 1, aber ja, da sehen wir die anderen Noten. 4, 2,5, 3,5, 4 und jetzt natürlich, wie aus heiterem Himmel, mit einer Form von 8, ist natürlich kein Problem, ne? Dass wir da einfach mal wieder eine 1 raushauen. Das ist einfach nur schwachsinnig. Und das muss ich ehrlich sagen, das regt mich am Fußballmanager auf. Jedes Mal gegen uns rasten die Torhüter aus.
Tja, das hat natürlich nicht geklappt, ne? Wir haben zwar aufgedreht, haben natürlich klar die besseren Chancen gehabt wieder. Haben es aber nicht gewonnen. Leider. So, Paco ist bester Spieler, 2,5. Stießen genau die gleiche Note, das war der Mann, der vorgelegt hat. Natürlich musst du das Spiel gewinnen. Überhaupt keine Frage. Und wenn wir jetzt Pech haben, werden wir hinten wieder eingeholt. Ja, das hier kannst du in der Pfeife rauchen, was da steht. Immerhin war das Ding ausverkauft, ne? Das ist der kleine Trost, den wir hatten. Spieler des Spiels natürlich, wer sonst, der Torwart. Ergebnisse. Platz 4 ist es nach wie vor, Wolfsburg verliert. Also das heißt, wir haben das Ding sogar noch jetzt auf 3 Punkte ausgebaut. Auf die Wolfsburger. Immerhin, konnte oben auch Dortmund nicht gewinnen. Die verlieren. Gegen Bremen. Ja, Bremen auf dem Platz 6. Platz, 5 Punkte jetzt hinter uns. Schalke hat unentschieden gespielt gegen Gladbach. Und Bayern gewinnt gegen Lautern. Das heißt, wir haben jetzt einen Punkt oben. Und ja, bei einer Niederlage von Schalke hätte man nämlich schon die Tatsache gehabt, dass Bayern vorne wäre. Das Torverhältnis ist nämlich um einiges besser. Plus 8 Tore. Alexis Thébault wurde bereits zum 6. Mal in die Elf des Tages gewählt. Ich meine, warum können das immer die anderen Torhüter und meine nicht? Das ist ja immer so gewesen. Also am Anfang Schäfer, an die ganzen Eskapaden, von dem erinnere ich mich auch noch ganz genau, dann Rakowski, der auch dann nahe der 80 war und trotzdem irgendwie immer irgendwo einen Bock wieder drin hatte. Und bei Jan Sommer war es genauso. Gut, der war auch relativ klein. Kosemans, da ging es ein bisschen besser. Und jetzt bei Adler. Erfahrener Torwart, Stärke 80 plus. Aber der hat permanent schlechte Noten. Auch heute wieder, ne? Das ist, kann ich mir nicht erklären. Das kann ja auch nicht an der Abwehr liegen, nur. Ich meine, wir haben 20 Gegentore kassiert. Das ist ein Top-Wert. Das ist, Nürnberg ist besser. Bayern ist besser. Und wir sind da gleich mit Schalke. Das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Naja, so ein bisschen merkwürdig ist es schon. Die haben nicht gespielt. Das war noch von letzter Woche. Also können wir weitergehen in die Stimmen. Es ist schwer, der Mannschaft große Vorwürfe zu machen, weil sie insgesamt ordentlich gespielt hat. Wir hatten über die gesamte Spielzeit so viele Chancen, dass ein Sieg in Ordnung gewesen wäre. Darum können wir mit der Leistung weiterarbeiten und fallen in kein Tal der Tränen. Ja, das ganze Ding war so ein bisschen schön geredet, könnte man jetzt sagen. Wir müssen aber langsam echt mal anfangen, die Dinger reinzumachen, weil es nützt uns nichts, wenn wir die vorne versemmeln und dann kommt der Gegner an und spaziert da durch die Abwehr und macht mit der ersten und fast einzigen Chance im Spiel, die sogar eine kleine Chance ist, den entscheidenden Ausgleich, ne, was dann halt Punkteteilung heißt. Okay, ja, hier ist wieder keiner von uns dabei. Zumindest haben wir hier mal einen Bekannten noch, Felicio Brown Forbes, rechter Verteidiger von Leipzig und Yunus Malli. Im Sturm aufgeboten, genau wie Oliver Buff. Das ist natürlich kompletter Käse. Jetzt die beiden Stürmer sind keine. Spieler des Tages ist Buff. Der Schweizer hat sich aber verletzt hier für Stuttgart. Also ich würde mal sagen, das ganze Ding teuer bezahlt, aber es sind nur 8 Tage, dass es geht. Teamleistung 3,55. Ja klar, wenn du die Chancen nicht verwertest, dann guckst du halt blöd aus der Wäsche. Hannover 3,59, das ist auch mal wieder so ein Witz, ne? Die, die eigentlich überhaupt nichts zum Spiel beitragen, die zwei kleine Chancen haben, die bekommen fast die gleiche Note wie wir. Tja, lächerlich. Was anderes fällt mir da gerade nicht so ein. Ich weiß auch nicht, warum ich momentan so gereizt drauf reagiere. Das ist ja wie vorher auch passiert. Aber jetzt momentan kommt es halt alles zusammen, ne? Das ist so alles konzentriert. Auf einen Moment, auch diese blöde Niederlage allein schon gegen Oberhausen. Das würde normalerweise niemals in der Mannschaft einfallen, da kurz vor Rückrundenstart zu Hause auch noch gegen so eine unterklassige Mannschaft überhaupt auf die Idee zu kommen, da zu verlieren, beziehungsweise Gegentore zu kassieren. Und da hat es, glaube ich, schon angefangen, ne? Auch schon mit dem Trainingslager gegen die Jungs aus Katar oder Dubai, wo wir schon nicht so richtig zur Potte gekommen sind. So, zumindest trifft der Paco heute wieder. Das ist jetzt alles noch enger geworden. 3 Männer mit 18 Toren, dann Paco mit 17. Das wird noch spannender vorne. Das ist schön zu sehen, dass keiner da so richtig abhauen kann. Und bei den Notenbesten, es bleibt bei Ezekiel. Und sonst nichts zu sehen von uns. Ja, fair play, da haben wir jetzt Schalke überholt. Logischerweise nicht wegen uns selbst, sondern weil die wahrscheinlich Karten bekommen haben. Gegen die Gladbacher. Tja, Letschax könnte wieder fit sein zum Rückspiel gegen Saragossa, aber ich glaube, das kommt noch zu früh. Leider. Ja, geh mal in die Woche.
Das ist ja der Vorteil an der Europa League. Du hast zumindest nach dem Bundesligaspieltag am Wochenende ein bisschen mehr Zeit. Also wenn du jetzt in der Champions League Dienstag oder Mittwoch spielen müsstest, was halt der Donnerstag ist. So, wir haben dann nach dem Saragossa-Spiel, ich glaube, Köln als Gegner. Das heißt, 2 Tage später, das geht. Da kann man auch mal ein bisschen anderen Mannschaft auflaufen. Ihr seht es hier unten. 19 Punkte, minus 26, schlechtestes Torverhältnis von allen. Mal gucken. So, 2. Mannschaft spielt unentschieden, habe ich gerade schon gesehen, gegen Aue, was wirklich in Ordnung ist. So, mal gucken, was wir hier noch stehen haben. Sonderprämie für Reinhards, 110.000, Verletzungen 8 Tage. 2-2, Michael Horst war wieder bester Spieler, das war ein guter Einkauf. Muss ich wieder mal bestätigen. Razak Idrissou und Heung-Min Son, jeweils eine Vorlage, jeweils ein Tor. Ja, wir haben zweimal hinten gelegen. Zweimal Markus Ziereis für Aue und dann die beiden Jungs jeweils ausgeglichen. Also wirklich schöner Kampf. Also das Spiel war schon für Aue eigentlich dominant gestaltet. Mehr Chancen, mehr Ballbesitz, aber klar, die waren die Heimmannschaft vor knapp 6.000 Zuschauern hier. Haben die Jungs nicht schlecht gemacht. Okay, Danny da Costa auf Transferliste. Sponsor zufrieden mit Spiel. Stichwort Sponsor, da müssen wir natürlich sofort nachlegen, nämlich Saragossa, da nehme ich ein bisschen was mehr. Da geben wir mal 750. So, weil es wichtig ist. Ja. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier formmäßig? Wangelick, ja, das hat ihn nicht jetzt so arg getroffen. Gott sei Dank eine Form von 9 gerettet. Hinteregger Form von 9 bei Adler ist ja sowieso normal, ne, dass der schlechte Form hat. Teamdynamik auf eine 11 ist wieder ein bisschen gefallen. Unfaire Gehälter bei Tah, Chiellini und Coquelin. Okay, das ist zweimal Reinhardt hier. Tja. Und Frustration, das sind die hier. Möchte Stammspieler sein. Runterschrauben kann ich dem nicht sagen, weil der erst neu ist. Murk, das geht. Und Jansen hängt noch ein Jahr dran. Nee, will aufhören, glaube ich. Ja, könnte ich jetzt hier die zweite schieben. Könnte ich machen. Ich glaube, das ist vielleicht auch besser. Mal schauen. Nee, bei dem kann ich das nicht sagen. Muss ich das so machen? Aktion. In die Reserve dauerhaft. Weil der bringt mir hier nichts mehr. Ne? Dann haben wir jetzt hier wieder ein bisschen was plus. Ist zwar nicht viel, aber ein Anfang. So, der will Meister werden. Der soll es mal runterschrauben. Kann ich das machen? So, runterschrauben, Adler. Akzeptiert er. So, das wäre dann der erste. Suso will Stammspieler sein, Ezekiel will auch Stammspieler sein. Ziele runterschrauben. Akzeptiert er auch. Ja, das bringt aber alles nicht viel. Kim möchte Stamm, kann ihn nicht machen. So, in einer jungen Mannschaft spielen. Jungen Mannschaft, was heißt eine junge Mannschaft? So, der soll mal Pekdemek überreden, dass er zu uns kommt. Ja, Teamhierarchie. Das hat sich nicht gebessert. Ich meine, zumindest vom Standing der Leute. Haben wir jetzt hier kaum irgendwie mal welche, die nicht grün sind. Aber einfach wenig, ne? Das sah am Anfang so gut aus, wo wir da angekommen sind in Hamburg. Also das ist schon irgendwie so ein bisschen auf meiner Miste gewachsen, das ganze Ding. So, Thomas Murk nehme ich natürlich raus. Da muss Vukcevic wieder mit. Der wird auch spielen für Beister. Wangelick, ja, muss ich eigentlich fast stehen lassen. Reinhards, ne, den lasse ich stehen, nicht Coquelin. Das hat er ganz gut gemacht gegen Hannover. Rajkovic. Nehme ich für Tah mit. Was ist mit Chiellini? Chiellini. Tja, Rajkovic ist klar, der hat die beste Form von denen. Ich muss Hinteregger stehen lassen. Ich sag dem, dass ich den Topform brauche jetzt. Dann hat er zumindest auch die 10. Ja, wenn es funktioniert, funktioniert es gut. Salih Hirt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ihn stehen zu lassen. Der macht es echt klasse, der 19-Jährige. Sebastian Jung, den nehme ich mal mit für Saad Abdallah in dem wichtigen Spiel. Max Meyer, ne, Stöger hat noch 12er Form. Paco 13er Form. Ja, Ezekiel lässt sich auch nicht so richtig hängen, ne? Das ist auch schön. Also der steht dann bereit zum eingewechselt werden. Joker. So, wir gehen ein Stück vor. Und sehen noch ein paar Wechsel. Cavani verlängert bei City. Und Alexandro bei Dortmund. Ja, der Favre, der ist wirklich nicht tot zu kriegen, würde ich fast mal behaupten. Wie lange der jetzt schon da unten bei der Ablösung eigentlich
aufgelistet ist, auf der möglichen Ablösung. So, Trainingszentrum ist abgeschlossen. Stufe 10 war das. So, Mainz ist an Da Costa interessiert. Infra, da können wir mal gucken. Na, 217.000 haben wir nur noch. Nicht so wirklich viel. Was ich aber mal machen kann? Nee, da nicht. Bei den Buchungen, wie das ausschaut. Ja, mit 6 Millionen wären wir da noch im Plus, wenn die Saison jetzt halt so zu Ende geht, ohne irgendwelche Ausgaben noch extern, zum Beispiel hier fürs Zentrum. Darf ich denn überhaupt irgendwas noch erhöhen? 980.000, nicht so wahnsinnig viel. Von den Transfers könnte ich was runternehmen. Von Gehältern auch vor allen Dingen. Von Gehältern, da können wir einiges umschichten. 3 Millionen und von den Transfers auch noch ein bisschen was. Dann machen wir das so, dass wir auf 5 Millionen kommen. Das machen wir jetzt auf die Infrastruktur. Und ja, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen was, was wir da machen dürfen. Und dann würde ich doch mal sagen, toben wir uns mal ein bisschen aus. Das läuft noch. Trainingsplätze kann ich bestimmt ändern. Genau, 412. Ich weiß auch gar nicht mehr, was habe ich denn den Jungs eigentlich vorher gesagt? Teamdynamik, Mannschaftsversprechen, wo ist das? Versprechen, da haben wir die. Scouting weiter verbessern, habe ich gesagt. Trainingsanlagen nicht unbedingt. Das kann ich aber mal machen, weil das tun wir ja gerade. So, was haben wir denn noch? Treu bleiben, egal was passiert, das ist auch okay. Saisonziel erreichen, international spielen. Ich würde sagen, übertreffendes. Ich lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster. Tolle Stimmung, ja, das haben wir auch nicht, das stimmt. Das haben wir auch nicht. So, da wird's geändert. Ist es jetzt runtergegangen? Spieler verärgert über Abstiegsangst. Wollt ihr mich verarschen? Was? Abstiegsangst. Wir stehen auf der 4. Hallo. Ich glaube, wir haben einen neuen Bug gefunden. Warum denn Abstiegsangst? Ich habe doch da gar nichts geändert. Ich habe doch nur gesagt, Saisonziel übertreffen. Was hat denn das mit Abstieg zu tun? Ich weiß es nicht. So, da sehen wir die Jungs. Real Saragossa. Klangvoller Name. Distanz 1554 Kilometer Luftlinie. Ins schöne Spanien. Schönes Wetter ist da auch klasse. Form ist schlecht von denen. Und eine Stärke von 780. Kann man schaffen, denke ich mal. Hier haben wir oben unseren ehemaligen Verein Everton. Die gegen den KAA Gent aus Belgien spielen. Fenerbahce gegen Chelsea. Und wo waren denn die? Da ist Nürnberg gegen Lille. Hier war doch noch einer, oder? Noch eine deutsche Truppe. Oder? Oder war das jetzt echt alles? Ich glaube, wir waren echt die beiden einzigen. Das ist schon wieder so lange her, dass es akut war, dass man sich damit beschäftigt hat. Ja, Teamdynamik. Es geht wieder mal runter hier. So, gib im Training alles Murk. So, das kommt zumindest mal gut an bei dem. So, der hier gibt im Training alles, kann ich auch mal sagen. Ja, wir haben natürlich wirklich eine Spanne. Ne? Wenn man mal guckt, hier 8-mal mit Ezekiel gesprochen und mit den Jungs hier erst 3-mal. Das ist schon ein bisschen wenig. So, er hat gut trainiert, würde ich sagen. Legt nochmal ein bisschen was drauf. Zweite Mannschaft, oh Gott, ich will es gar nicht sehen. Ja, das ist merkwürdig, ne? Das ist merkwürdig. So geht es nicht weiter, ne, kann ich nie sagen. Du hältst dich gut für dein Alter. Ziele runterschrauben. Ja, ich glaube, wir loben den mal. So, Moral steigt um 3 Punkte. Ja, weil wir das ansprechen. Das muss natürlich jetzt noch besser werden bei Jansen. So, wo spielt denn der? Spielt der überhaupt? Nee, ist erstmal auf der Bank. Das ist aber auch nicht schlecht, weil Arslan jetzt natürlich den Vorteil hat, dass er da schon eingespielt ist in der Mannschaft. Ist jetzt so keine schlechte Mannschaft. Jemand Tower, ne? Andreas Tower mit einer 48. Also die beiden Jungs hier sind ja zentrale Mittelfeldspieler. Warum stellt er die nicht so auf? Das ist doch eigentlich komplett logisch, ne? So, würde es einfach mal so stellen, dann haben wir da sofort schon ein bisschen was gewonnen. Jetzt stellt er sie wieder zurück, der Döskopf. Ich versuche das einfach mal so hinzustellen, aber das wird der eh wieder ändern. Das wird der eh wieder ändern, bin ich mir ganz sicher. So, was haben wir hier? Ezekiel Trainingsziel. Antritt ist sehr gut. Das kann auch mal ganz nach unten. Was hat er sonst noch? Torricher 92. Also dann hast du es echt geschafft, also wenn du den Wert mal hast, dann kann dir als Stürmer eigentlich nichts passieren. Es sei denn, du bist halt wirklich 150 Kilo schwer und
lahm wie die Sau, dann natürlich nicht, aber solange der körperlich fit ist und dann den Torriecher kombiniert damit, dann da geht die Luzi ab. Und wir haben ja wirklich zwei Superspieler, die einen hohen Torriecher haben. Der Paco hat ja auch von 94, ne? Also da rappelt's. Also wenn im 3D-Spiel normalerweise wird ja immer gesagt, da ist Torriecher alles. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist, ne? Gegen Saragossa. Wir spielen jetzt erst auswärts. Deswegen den Einsatz, den nehmen wir ein bisschen hoch. Ganz zu Beginn schon. Wir stellen uns hier nicht so weit vor. Pressing auch nicht. Da nehme ich das mal ein bisschen... Ne, ich denke mal 45% Abwehr und Pressing 60. Das ist, glaube ich, eine gute Kombi. Siegprämie. Damit wir das Ganze schon ein bisschen entspannter hoffentlich angehen können, dann hier schon in der Hinspielphase schon mal ein gutes Ergebnis legen. Ja, ein bisschen Ansporn. 10.000 Euro, das muss passen. Wir spielen hier auf Konter. Machen wir ganz anders. Nix Absatzfalle, nix gar nichts. Mal ein bisschen anders hier. Weil wir die halt nicht kennen. Wir haben da keinen Anhaltspunkt. Gegen Bundesligisten kannst du sagen, ja okay, da haben wir so gespielt letztes Mal oder so oder so. Und die haben die Spieler und die versuchen das über die Taktik, aber hier gar nichts, ne? Angel, 68, Lukas, Porcha, 71. Ich glaube, der ist gefährlicher hier. Deswegen bekommt er die Überwachung. Franco Succolini, weiß nicht, wer den noch kennt, der hat damals in Hoffenheim gespielt, aber nicht wirklich erfolgreich, wurde sofort wieder abgeschoben. Das ist der Cousin von Lionel Messi. Das steht hier gar nicht bei, aber das ist, glaube ich, auch nicht aufgeführt. Da sehen wir das nochmal hier. Hoffenheim für 4,6 Millionen aus Avanaleda geholt damals, aus Argentinien. Dann Genua wieder nach Argentinien und jetzt Saragossa seit 2011. Also das ist jetzt mittlerweile hier im Fußballmanager eine Saragossa-Legende. 203 Spiele gemacht. Aber auch erst 28, also da geht noch was. Ja, die haben Torwart von Stärke 74. Ich bin mal gespannt, was der für eine Note haben wird am Ende. So, hier ist alles bestens, denke ich mal. Da haben wir ja eingestellt. Und ja, dann sollte eigentlich nicht mehr viel passieren. Suso oder Maya? Ne, lassen wir Maya stehen. Okay, würde ich sagen, ja, 3D-Spiel, logisch. Ne? Das ist Europapokal, das ist wichtig. Außerdem spanische Mannschaft, da war man noch nie. Zumindest nicht mit Hamburg. Okay, bis gleich dann.